Herzlich willkommen zu einem Interaktiv-Spezial und bevor ich anfange, möchte ich gerne eins sagen, das hier ist kein Spaß. Das hier, wir sind auf Ibiza, ist harte Arbeit, wir haben hier keinen Spaß, es ist nicht besonders schön, dass die Sonne sehr, sehr heiß ist, dass hier überall nackte Menschen sind, dass man Cocktails schlürfen kann, nein, das hier ist Arbeit. Wir arbeiten für euch und zwar mit Blank & Jones, die haben uns nämlich eingeladen, hierher zu kommen, weil die nämlich heute Abend zwei Gigs haben und zwar einmal im berühmten Café Del Mar und dann noch in einem Club, der heißt El Divino. Ne? Da werden wir mit dabei sein und jetzt, ich sehe euch das an, ihr denkt immer noch, ja, ja, lasst die mal labern, die hat da Spaß. Gut, vielleicht habe ich ein bisschen Spaß, aber den haben wir geteilt und zwar mit euch. Es konnten nämlich diverse Leute gewinnen, mit hier dabei zu sein, sich die Gigs anzugucken, Blank & Jones zu treffen, also ein Meet & Greet. Ne? Und diese Menschen werden wir nachher auch noch in Empfang nehmen, unsere Meet & Greet Gewinner. Und auch für die wird das harte Arbeit und kein Spaß werden. Ich werde mich jetzt mal eben am Meer umsehen. Ich glaube, die Jungs sind nämlich noch auf der Reise hierher. Ich nutze diese Zeit für knallharte Recherchen am Meer. Und da gehe ich jetzt hin. Und damit ihr dabei sein könnt, könnt ihr dabei sein. Hier, ne? Da hat jemand eine Kassette kaputt gemacht, von der er nicht so zufrieden war. Das ist wahrscheinlich ein altes Blank & Jones Tape gewesen, was nicht so gut war. Und das versenken die Spanier gerne im Meer. Und so junge Frauen wie sie fischen das wieder raus. Das ist deren Job. Den machst du für den Job. Finde ich super. Ja, ich sag mal so, Ibiza ist nicht nur die Insel der Freuden. Da gehen auch mal Hunde verloren. Das ist auch manchmal sehr, sehr traurig hier. Und ha, sieh mal an, ich glaube, er ist hier gewesen, der Hund. Gleich mal anrufen beim Besitzer, dann kriegen wir schön ein paar Pesetas. Ach nee, ist ja auch Euro, ne? Ein paar Euros Taschengeld. Komm, wir rufen sofort an. So, nach all der schlimmen Anstrengung, die dieser Dreh mit sich bringt auf Ibiza, habe ich mich jetzt schnell frisch gemacht. Im Hotel. Das Hotel ist übrigens Es Vive, ne? Wie Viva. Das haben wir extra so ausgesucht. Und das ist unglaublich so ein Stylomat-Hotel, ne? Lauter Engländer hier, die alle unglaublich chillige Mucke hören und so. Und alles ganz stylisch. Und weil das so stylisch ist, hat es, glaube ich, nicht mehr dafür gereicht, die Hotelzimmer besonders groß zu machen. Aber Hauptsache, sieht schön aus. Das Hotel soll aber überhaupt nicht Thema sein, sondern Blank & Jones. Und die werden wir jetzt mal suchen. Die müssen ja hier irgendwo sein. Die Türen schließen auch nicht. Das gibt's ja nicht. So. Man weiß es nicht, vielleicht haben sie sich auch versteckt. Es ist nicht so, dass man sich vor mir verstecken müsste. Ich bin eigentlich sehr, sehr nett, aber vielleicht haben sie auch ein bisschen Angst. Vielleicht sind sie auch am Pool. Hier, Rezeption. Schöne junge Ladies an der Rezeption. Aber wir wollen keine jungen Ladies, wir wären junge Männer. Ha! Da sitzen sie. Große Überraschung. Tja, ein großer Zufall, ne? Kann ich mich dazu setzen? Auf jeden Fall. Komm in unseren Ah, schön. Ja. So, jetzt seid ihr schon hier und ich dachte, ihr seid noch auf der Reise, aber augenscheinlich, wie war es denn so, die Reise? Naja, sie hat etwas chaotisch angefangen, muss ich ja gestehen. Jasper hat mich schon die ganze Zeit aufgezogen. Ich habe es nämlich geschafft, mein Portemonnaie im Taxi liegen zu lassen. Und dann waren wir kurz davor, gar nicht hier anzukommen, aber wir haben es geschafft. Und ja, haben uns schon eine schöne Zeit hier gemacht. Und aber hier Flugangst? Habt ihr Flugangst? Nee, der Flug an sich war ja eigentlich ganz cool. Also es ist ja auch nicht so weit. Also wir sind über Mallorca geflogen, erst 2 Stunden nach Mallorca und dann nochmal eine halbe Stunde oder 20 Minuten sogar nur hierhin. Ihr seid aber augenscheinlich schon ein bisschen hier. Habt ihr schon was gemacht? Ja klar, wir waren schon an einem wunderschönen Strand und haben uns schon so ein bisschen die Sonne auf den Bauch scheinen lassen. Und natürlich war da ein verstecktes Kamerateam dabei. Ihr guckt euch mal an, wie die beiden schon hier ordentlich gefeiert haben bzw. gechillt haben. Ja.
Yes, Freunde, hier sind wir am Strand auf Ibiza, ein ganz spezieller Strand. Les Salinas, und wir sitzen hier an der Satrincha Bar. Das ist so ziemlich die coolste Bar, wo man sich hier zum Sonnen hinlegen kann. Hier gibt es coole Getränke, schönes Essen und hier kann man es richtig gut gehen lassen. Ihr hört hier natürlich den Sound, das ist auch ganz typisch für Ibiza, so der schöne, entspannte Chillhouse-Sound. Schön ein paar Beats, nicht ganz zum Einschlafen, aber so genau das Richtige, um sich auf den heißen Abend vorzubereiten. Genau, denn die meisten Leute, die hier gerade so sitzen, die sind hier nämlich gerade erst aufgestanden, weil das ist normalerweise so die Zeit, wo man auf Ibiza erst aufsteht und dann ist die Sonne auch nicht mehr so stark und das passt dann schon ganz gut. Und später am Abend geht man dann essen und dann geht man danach in die Clubs und das kann dann sehr lange dauern. Ich habe ja eben gesehen, so richtig baden wart ihr noch nicht, ne? Nee, nicht wirklich. Wir haben da eher so am Strand so ein bisschen rumgechillt und uns von der Musik beeinflussen lassen. Aber im Wasser waren wir leider noch nicht. Die Sache ist die, ich war heute schon und zwar in diesem Pool. Guckt euch das mal an. Oh, ist schon nett, so ein bisschen rumzuchillen. Wo kommt ihr gerade her eigentlich? Wir kommen jetzt eigentlich aus Köln. Also wir waren nur ganz kurz in Köln. Wir haben da ganz kurz so unsere Wäsche gewechselt und neue Platten eingepackt, weil man ja hier auf Ibiza schon noch ein bisschen anderen Style spielt als bei anderen Gigs so in Deutschland. Und ja. Aber ihr habt gearbeitet, weil ihr habt euch diese kleine, ich sag mal Urlaub, auch wenn es nicht so richtig ein Urlaub ist, habt ihr euch verdient, weil ihr wart auf der Love Parade. Genau, wir hatten da wieder einen eigenen Wagen. Das war auch wieder sehr geil und da hatten wir auch sehr viele Fans drauf auf dem Wagen, weil wir hatten viele Plätze verlost. Danach haben wir noch auf der Laufstern Galactica aufgelegt, was auch eine sehr geile Party war. Aber danach waren wir auch so richtig reif hier für die Insel. Und jetzt sind wir hier und nichts mit Freizeit. Schön, schön weiterarbeiten. Ja, ich glaube, wenn man diese Bilder sieht, dann weiß man, dass das ja auch schon ein ziemliches Stück Erholung ist. Denn es geht ja wirklich eigentlich erst so mit dem Sonnenuntergang, geht es ja eigentlich erst los, dass hier Leben reinkommt. Die Leute, die hier so am Pool liegen, die sind, glaube ich, auch noch etwas angegriffen von der letzten Nacht. Deswegen ist es hier auch ganz schön ruhig und entspannt. Und ja, ich denke, wir können uns hier auch schon neue Energie holen. Ibiza. Warum eigentlich Ibiza? Tja, warum Ibiza? Es hat schon was von dieser Legende, dass es ein bisschen magisch ist. Also ich weiß nicht, wie viele Jahre es her ist, dass wir jetzt zum ersten Mal hier aufgelegt haben, aber du kommst einfach auch mit so einer gewissen Erwartungshaltung hier hin, weil Ibiza einfach schon, ich glaube, in den 80er Jahren habe ich zum ersten Mal so Videos von Wham gesehen oder dann gab es diesen Hit People from Ibiza und so. Und es war einfach schon immer so, dass auf Ibiza ganz besondere Partykultur herrschte. Ist das ein anderes Publikum? Ich meine, ihr habt ja schon einige Menschen gesehen. Auf jeden Fall, weil Ibiza ist einfach total international. Das ist ja auch nicht nur das Publikum, weil wenn du hier hinkommst und siehst die ganzen Flyer und Plakate, hier spielen wirklich die besten DJs der Welt. Das ist natürlich unheimlich spannend für Musikschaffen oder so, hier irgendwie einzutauchen und diese ganzen verschiedenen Stile und dieses Multikulti halt in sich aufzunehmen. Das ist für uns immer eine riesige Inspiration, sei es jetzt für unsere Trance-Produktion oder auch für unsere Ambient-Sachen. Und das ist schon geil und das Wetter hier ist der Hammer. Wie man sieht, schönes Wetter, schöner Pool, schöne Menschen, das hat schon was. Jetzt hast du ja gesagt, dass man andere Sachen mitnehmen muss, wenn man in Ibiza auflegt. Was sind für Sachen? Auf jeden Fall. Also ich meine, wir haben ja jetzt heute das Glück, dass wir direkt zwei DJ-Gigs haben an einem Tag. Also wir werden ja nachher am Café Del Mar auflegen. Das ist für uns so eigentlich so das absolute Highlight, denn das Café Del Mar hat halt einen international wahnsinnigen Ruf. Klar, die meisten kennen wahrscheinlich die Compilation vom Café Del Mar. Es wird halt Chillout sein. Es wird so sein, wie wir unser erstes Chillout-Album Relax produziert haben. Dort werden wir natürlich auch ein paar Tracks davon präsentieren. Und das ist schon, da sind wir schon sehr aufgeregt, weil da sind wir echt noch so Greenhorns. Also da wissen wir auch noch nicht so genau. Und später werden wir dann halt im El Divino auflegen, was halt auch nochmal so sein ganz eigenes Flair hat. Und wie Jasper gerade schon sagte, so auf Ibiza versucht man halt, gerade weil auch so die Weltspitze der DJs hier unterwegs ist, versucht man wirklich auch so Platten im Case zu haben, die kein anderer hat und wo dann die anderen so einen langen Hals machen, so ey Jungs, was spielt ihr denn da und so. Und natürlich schon so ein bisschen dem Wetter angepasst. Hier gibt es keinen Regen, hier gibt es nichts Düsteres, sondern es ist schon sehr positiv, sehr warm. Und das versuchen wir natürlich auch mit unseren Platten dann auch wieder zu spielen. Im Grunde
die Nacht wird ähnlich werden wie auf der Love Parade auf dem Wagen, weil da war im Grunde ja so dieselbe Atmosphäre. Nur wärmer. Wo du gerade über Platten redest, wir haben nämlich vorhin schon mal kurz geschnackt und dann habe ich gehört, dass du kriegst ja unglaublich viele Platten geschickt, weil du beim Radio arbeitest. Und was ich so sympathisch fand, war, dass du jede von denen anhörst, egal wie scheiße die aussieht oder wie viel Scheiße sie vielleicht versprechen mag. Warum denn? Das ist für mich eigentlich so der Respekt immer noch vor den Produzenten, weil, wie gesagt, wir haben ja auch vor Jahren so angefangen und wenn du dann zum ersten Mal deine eigene Vinylplatte oder CD in der Hand hältst, dann bist du so stolz darauf, du hast dein ganzes Herzblut da reingesteckt und dann fängst du halt an, diese Platten zu verschicken oder gibst die halt DJs in die Hand, wo du glaubst, dass sie die spielen können. Und der DJ ist nun mal immer noch so das Tool bei Clubmusik, um einen Song bekannt zu machen. Und ich fände es super arrogant, nur weil mir vielleicht das Cover nicht gefällt oder weil mir der Song von dem Künstler davor nicht gefiel, dann zu sagen, ach, das Follow-up kann ja auch nichts sein, sondern ich finde schon den Respekt, gerade wenn man die teilweise auch noch umsonst bekommt, also wenn man die geschickt bekommt, dass man sich die gefälligst anhört. Und man stößt ja vielleicht auch noch auf Perlen. Total oft. Also unheimlich oft kommen dann irgendwelche anderen DJs, die halt so sagen, nee, Promoplatten höre ich mir überhaupt nicht an und machen dann so einen langen Hals, ach. Vielleicht sollte ich mir die Platten doch mal wieder anhören, weil dann der Mix auf der B2-Seite, der ist es dann. Also es ist nicht immer der erste Mix auf der ersten Seite, sondern da sind schon ein paar Perlen noch versteckt immer. Wo wir gerade von Perlen reden, als ich recherchiert habe, es kann gelogen sein, aber habe ich gelesen, dass deine Lieblingsserie GZSZ ist. Schäm dich. Ja, ich meine, da muss ich mich nicht für schämen, aber das ist schon ein paar Jahre her. Also ich habe das jetzt bestimmt schon 4 Jahre lang nicht mehr gesehen. Also ich bin auch, weiß da überhaupt nicht mehr, was da abgeht. Aber das stand irgendwann in der Bio und lustigerweise wird da immer wieder gerne drauf zurückgegriffen. Ist auch, machen wir uns nichts vor, das ist natürlich auch wirklich eine Rechercheperle. So ein Satz, ich gebe zu, also auch nee, bei laufender Kamera, ich gucke das auch. Ich könnte dir jetzt auch erzählen, was gerade die letzten 4 Jahre passiert ist. Also ich habe da irgendwie vor kurzem mal so ganz zufällig reingesetzt, ganz zufällig, und ich habe wirklich keinen mehr gekannt. Ey, du musst nur eine Sendung gucken, bist sofort wieder drin. Ja? Ja. Ist das so? Wo wir noch ganz schnell bei gerne genommenen peinlichen Sachen gibt, habt ihr einen aktuellen peinlichsten Lieblingssong? Einen peinlichsten Lieblingssong? Ich erwische mich ja dabei, immer bei Alexander mitzusingen. Nee, also, das liegt wahrscheinlich daran, dass es die Melodie wahrscheinlich schon 100.000 Mal gab. Aber fällt euch jetzt nicht an. Mein großes Favorite war bei mir auch Hero von Enrique Iglesias. Da muss uns ein paar Minuten mal zum Nachdenken geben. Dann gebe ich euch jetzt ein paar Minuten zum Nachdenken. Ihr überlegt schön und in der Zwischenzeit gucken wir einen Song von Blank & Jones bzw. ein Video, weil die Sendung ist ja nur euch gewidmet. Ich werde euch auch noch diverse Füße küssen und Essen kochen nachher, glaube ich. Und ihr dürft vor allem aussuchen, welchen. Genau, wir suchen uns natürlich Watching the Waves aus, weil das natürlich auch ganz gut passt, das Video so mit Strandatmen und so. Das passt schon ganz gut hier zu Ibiza. We'll be right back.
Ja, we are watching the waves, die unsere Füße machen. Das nennt man eine sehr holprige Überleitung. Aber weil ich auch nicht die beste Viva-Moderatorin bin, sitze ich jetzt hier auf Ibiza in der knallheißen Sonne. Ich würde gerne nochmal darauf zurückkommen, dass ihr heute Abend auflegt. Wo habt ihr so Lieblingsorte, an denen ihr auflegt auf Ibiza? Nein, also wir haben das Glück gehabt, dass wir schon in fast jedem Club hier auflegen durften. Das wechselt halt immer, das kommt halt immer drauf an, unter welchen Mottos die Partys hier stehen. Das heißt also, man muss sich das so vorstellen, das ist vor allem in englischer Hand eigentlich, von englischen Clubs, Ministry of Sound, Pascha, was gibt's hier noch alles, Jasper? Cream, Manu Mission, also das ist sehr wirklich hier, ich glaube hier gibt es 10 oder 11 Partyreihen, ganz viele. Und die sind halt immer in verschiedenen Clubs und dann ist wirklich jeden Abend was los. Dann gibt es halt vor den eigentlichen Partys gibt es Pre-Partys in diversen Bars und da vorher kann man auch am Strand in schönen Bars chillen. Also hier hat man wirklich rund um die Uhr Beschallung, sei es jetzt Chill-Out, Techno, House. Und ich glaube, das macht auch so ein bisschen dieses Flair von Ibiza aus. Und ich meine, dafür ist Ibiza auch bekannt, nicht für seinen Erholungscharakter, sondern für seinen Party-Life. Ihr seid ja jetzt eigentlich 1000 Sachen in einem. Ihr produziert euer Zeug selber und zwar wirklich alleine, was man an dieser Stelle vielleicht noch mal sagen könnte, weil das ist ja eher so eine Ausnahme heutzutage. Dann legt ihr auf und das Schöne ist, dass ihr das ja dann auch alles noch in diversen CDs verpackt habt. Also ich glaube, Anfang nächstes Jahr kommt dann wieder eine eigene, wie heißt das, ein Studioalbum raus. Dann habt ihr diese Relax-Chill-Geschichte das erste Mal und eine Mix Volume Tomb, was so eine Compilation ist. Was macht denn am meisten Spaß? Also das eine schließt das andere ja nicht aus. Also zum Beispiel fragen uns auch viele, hey, wieso macht ihr denn auch noch Ambient-Musik? Das ist halt unser zweites Herz, sag ich mal. Halt, wir lieben halt beide Musikrichtungen. Und genauso ist es mit dem Musikproduzieren und DJing. Und dadurch, dass wir auch in den Clubs unterwegs sind, wissen wir ja auch immer, was ankommt. Und wir kriegen da auch Inspiration für unsere Produktionen. Auf der anderen Seite ist es dann genauso wieder spannend, wenn man die ganze Zeit im Studio gesessen hat, die Tracks produziert hat. Dann wirklich zu sehen, wie die Leute dazu im Club abfeiern. Und da kriegen wir jedes Mal wieder eine Gänsehaut, wenn wir irgendwie einen neuen Track produziert haben. Und dann sehen, wie die Masse dann hoffentlich ausrastet. Und da kriegst du absolutes Gänsehaut-Feeling. Die Kombination ist eigentlich die Magie. Und das ist auch das, was uns halt immer wieder inspiriert. Was ich total charmant finde, ist, dass ihr, Achtung, jetzt kommt ein derbes Klischee, ne? Aber man kann es nicht anders sagen, schon relativ auf dem Boden geblieben seid. Ihr habt so fantastische Studiozeiten, habe ich gehört. Ich finde das so süß, wie ihr das handelt. Nein, also da legen wir auch schon großen Wert drauf, dass wir halt jetzt nicht auch, da wir ja am Wochenende schon immer nachts unterwegs sind, jetzt auch noch irgendwie so ein Schattendasein in der Woche führen und dann auch nur nachts produzieren, weil halt unsere Freunde und auch unsere Freundin halt auch einen ganz normalen täglichen Job haben, wo sie halt tagsüber arbeiten und die wollen wir dann natürlich in unserer Freizeit auch gerne mal sehen und so haben wir das wirklich ganz gut in der Hand, dass wir wirklich auch im Grunde von 9 to 5 oder noch länger halt im Studio sitzen, aber wirklich tagsüber und da sind wir eigentlich auch am produktivsten und das macht uns auch einen riesen Spaß, also das ist ja nicht so, dass wir da gezwungen werden ins Studio zu gehen, wir machen, wenn wir am Wochenende nach Hause kommen, sind wir schon wieder heiß ins Studio zu gehen und das ist ja der eigentliche Luxus, dass wir wirklich einen Job haben, dem wir unsere Miete bezahlen können und der uns riesen Spaß macht. Du musst dir das halt so vorstellen, wie im Grunde Kinder auf dem Spielplatz. Wir haben da ganz viele Knöpfchen, an denen wir drehen können und ganz viele Tastaturen, haben einen großen Monitor und da wird dann halt alles reingespielt und ja, das ist wirklich so. Und dann haben wir halt riesen Spaß, da sind halt manchmal auch tierisch peinliche Sachen da, wie du gerade sagtest, mit irgendwelchen Lieblingshits, als wir neulich mal 50 Cent irgendwie hatten, also so ganz andere Ecke, so Hip-Hop-mäßig, haben wir da halt gesessen und haben wirklich festgestellt, ey scheiße, der Typ hat bei Detroit Techno geklaut, diese Strings, dieses das ist halt im Grunde, es ist Techno-Sound. Und dann sind wir halt mal hingegangen, haben unsere Beats einfach so langsam gemacht wie bei Hip-Hop und haben dann so im Studio gesessen und so Hip-Hop-Beats gebastelt. Hat tierischen Spaß gemacht. Wenn jetzt noch einer rappen könnte von uns, würden wir vielleicht mal einen Hip-Hop-Song machen. Lade ich mich doch einfach mal ins Studio ein. Ich würde auch gerne mal an den ganzen Knöpfchen drehen und drücken und ich würde dann einfach den Rap-Part übernehmen. Okay. Man nennt mich ja auch Mrs. Kutner K, Mrs. K. Sarah. Ja. Aha. Ganz genau. Wir bouncen jetzt mal derbe in die Werbepause. Genau, und dann kommen wir flashig wieder mit diversen Meet and Greet Winners. Ja. Alles real und prüft's ab. Check it out. Jo. So langsam knurrt mir auch der Magen. Und vor allem frage ich mich, wo die Gewinner sind. Was sieht einer an? Das müssten sie eigentlich sein. Viele junge Menschen. Hey. Hallo. So,
viele. Grüß dich, Piet. Hallo. Hallo. Hi. Jasper. Hallo. Jasper. Hallo. 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 Macht's euch gemütlich. Hallo, Marc. Willkommen. Jasper. Ihr müsst ja vor allem auch wieder weg, ne? Genau, wir fliegen direkt weiter nach London. Ihr Schweine. Wir drehen dann noch mal eben schnell noch ein Video hinten dran. Ey, das ist derzeit. Komm von der Love Parade, komm nach Ibiza, sofort nach London und dann wieder nach New York und L.A. und San Francisco. Genau. Würdest bestimmt auch gerne um 4 Uhr morgens aufstehen. Sehr gerne. Bis spät abends drehen. Ist ein großer Wunschtraum. Dafür treffen wir Robert Smith. Also das ist auch immerhin, das macht wieder alles mit. Ich kann dich mal mit grüßen. Nee. Okay. Da gibt es schon eine lange Liste. Natürlich. Wir müssen ganz weit hin. Wer von euch war schon mal auf Ibiza? Alle? Du noch nicht. Du auch noch nicht? Und ihr? Immer noch schon. Zu, ne? In Spanien geht ja alles immer so ein bisschen langsamer. Ne? Da macht man gerne mal Siesta zu jeder Tageszeit. Und das da ist unser Kamerateam. Nach 2 Bier sind die komplett knülle. Aufstehen! Aufstehen! So, während jetzt die letzten Sonnenleichen sich hier noch einen schönen Sonnenbrand holen, wir sind nicht so doof, denn wir fahren jetzt zum Café del Mar und ihr habt auch schon diverse Taschen mit Platten. Bitte mal vorzeigen. Das ist ja ein Zufall. Ja. Aber da werdet ihr auch was von spielen, ne? Ja, auf jeden Fall. Wir sind ja auch stolz darauf, das erste Mal im Café del Mar spielen zu dürfen. Und da wir auch auf der letzten Café del Mar drauf waren und auch auf der vorletzten, sind wir natürlich stolz, auch unsere eigenen Sachen da mal spielen zu dürfen. Seid ihr denn noch aufgeregt, ob das funktionieren wird? Total. Gerade jetzt bei dem Chill-Out-Set, weil das ist natürlich was man nur ganz selten macht. Und wie gesagt, das Ding ist weltberühmt. Und die Leute kommen da auch hin mit einer gewissen Erwartungshaltung. Also wir sind schon hibbelig. Okay, dann fieber ich mit euch mit. Ich hoffe, ansonsten klatsche ich sehr. Klar, klatschen eigentlich gar nicht. Und mein Schild vor. Wenn die Sonne untergegangen ist. Okay. Genau, das wenn sie es geschafft hat. Zelebriert der Sonnenuntergang. Dann werde auch ich klatschen, auch für die Musik. Es wird alles super. Dann gehen wir jetzt ins Auto und ihr könnt zugucken. Go. Stundenlange Reise von 20 Minuten oder so sind wir jetzt am Café del Mar angereist gekommen. Gott sei Dank pünktlich, ne? Weil zwischendurch dachten wir schon, leider kommen wir erst nach dem Sonnenuntergang an. Das ist ja vor allem berühmt dafür, dass man hier den Sonnenuntergang gucken kann. Genau, also es wird auch ziemlich schnell nach dem Sonnenuntergang wird's wieder leer, dann verteilen sich die Leute wieder auf die anderen Clubs und Pre-Partys. Aber wirklich jetzt so langsam muss man hier, man sieht ja schon, die Tische sind schon voll. Man muss jetzt echt hier schnell sein, um noch einen Tisch zu kriegen. Oder man setzt sich halt dann nachher hier auf die Steine, weil das ist hier einfach der Hotspot. Und man sollte im besten Fall knutschen, ne? Nee, das nicht unbedingt, aber hier wird schon der Sonnenuntergang richtig zelebriert. Da gibt es dann nachher auch so Feuerspucker und so Gaukler, die dann hier so wirklich Performance machen. Also ist schon ein besonderes Erlebnis. Ja, hier. Einen Feuerspucker sollte man auch nicht knutschen. Nee, das wäre ein bisschen gefährlich. Ich versuche das einfach mal nachher, machen wir uns nichts vor. Also besteigt bei euch langsam so ein bisschen die Aufregung? Ja, wir freuen uns einfach tierisch, weil das Wetter halt so schön ist. Wir waren uns ja gestern nicht so ganz sicher, ob wirklich auch ein perfekter Sonnenuntergang da sein wird, aber extra für heute scheint der Sonnenuntergang sich überlegt zu haben. Aber wir wollen noch nicht, ne? Lieber nur wegen auf Holz geklopft. Klonk, klonk, klonk. Ne? Vielleicht nachher ändert sich noch alles. Wir hoffen jetzt einfach, dass die Sonne so bleibt, also dass sie natürlich auch noch ein Stückchen runtergeht. Und gehen jetzt mal rein und schauen uns da um. Sooner or later, this happens to everyone. To everyone. You can live your life lonely, heavy as stone. So, das wunderbare Café del Mar, da sitzen wir jetzt und sind ganz unheimlich entspannt, was aber auch genauso sein soll. Warten ein bisschen auf den Sonnenuntergang und haben endlich die Zeit gefunden, jetzt mal wirklich über euer Album Relax zu reden. Wir haben ja mal die ganze Zeit darauf hingeteased und das so ein bisschen hinausgezögert quasi. Jetzt aber quasi der richtige Ort dafür. Könnt ihr mal generell kurz erzählen, warum euch dieses Album so wichtig ist?
Also ja, weil halt unsere zweite Liebe oder halt die gleichwertige Liebe ist halt die Ambient-Musik für uns neben Trance. Und wir haben ja schon immer auch von unseren Singles Ambient-Remixe gemacht. Und ja, wir finden halt die Musik so geil und auch hier das Café de Mar, wir sind halt unheimliche Fans dieser Compilation-Reihe gewesen. Und es war schon für uns das ganz Besondere, dann wirklich mal ein ganzes Ambient-Album zu produzieren. Und was super Besonderes war, dann auch noch so viele Artist-Features darauf zu haben, wie die Pet Shop Boys, Claudia Brücken, Sarah McLachlan. Und das war für uns auch schon eine ganz neue Herausforderung. Was ist denn so an Vorarbeit, wenn man so komplett Neuland betritt? Was ist denn da zu beachten? Was war denn schwierig für euch? Naja, also bei uns ist das schon relativ natürlich gewachsen eigentlich, weil wir, wie Jasper gerade sagte, die Compilation von Café Del Mar, die gibt es jetzt 10 Jahre. Und wir haben damals wirklich so die erste vor 10 Jahren mal so durch Zufall im Plattenladen entdeckt, jeder für sich noch damals. Und so von dem Tag an war es eigentlich um uns geschehen, so dieser Sound, der als balearischer Sound, Chill-Out-Sound, Ibiza-Sound immer beschrieben wird, der ist eigentlich unheimlich spannend, weil er sehr viel mit Melodien zu tun hat, aber halt auch wirklich so dieses Lebensgefühl dieser Insel auch so ein bisschen widerspiegelt. Und wir in dem Moment, als wir hier angefangen haben, so vor 4 Jahren regelmäßig aufzulegen, waren wir halt auch so davon gebannt, dass wir halt wirklich ins Studio gegangen sind und versucht haben, so die Impressionen, die man hier so einfängt, das halt auch in Musik umzusetzen. Ähnlich wie wir mit unserer Trance-Musik versuchen, die Impressionen, die wir halt aus dem Club bekommen, im Studio umzusetzen, war das hier halt die Inspirationsquelle dafür. Und im Endeffekt ist es ja schon so, wir haben 2 Jahre an diesem Relax-Album gearbeitet, weil du diese Musik halt, das ist ein ganz besonderes Gefühl, das ist schon so ein magischer Moment, den du haben musst. Und den hast du halt nicht so oft. Im Club legst du relativ oft auf, deswegen kannst du Clubmusik schneller produzieren. Während das hier, das hast du halt in der Regel einmal, zweimal im Jahr, wenn du Glück hast. Und das musst du dann halt auch im Kopf richtig verarbeiten, um dann halt einen schönen Track draus zu machen. Ist es auch schwierig, das dann als davon ein Album zu machen? Nicht nur Single, weil es geht ja dann auch so ein bisschen um Aufbau und im besten Fall eine Konzeption oder was auch immer? Nein, wir versuchen ja schon eine Geschichte zu erzählen, auch halt so, dass es wirklich Musik ist, wirklich um zu Hause zu relaxen halt irgendwie, dass man da auch so einen gewissen Flow reinbringt und wirklich dann auch dieses Lebensgefühl, was wir jetzt hier heute sehen, diese super Aussicht hier, dass man das wirklich transportiert und das im Grunde genommen in die Wohnzimmer der Leute bringt und halt auch um den Leuten halt so ein gewisses Tool für die Entspannung zu geben. Und gerade deshalb, was du gerade angesprochen hast, war es uns so wichtig, weil wir singen halt nicht selber. Uns war es aber ganz wichtig bei einem kompletten Album, dass wir halt auch Gesang dabei haben, Vocals dabei haben. Deswegen haben wir wirklich sehr früh angefangen, uns um diverse Gastsänger zu kümmern. Wir hatten natürlich eine Wunschliste, die vielleicht am Anfang ein bisschen unverschämt war, aber wir waren sehr, sehr glücklich. Nein, eben genau die wir bekommen haben. Also die Pet Shop Boys sind wirklich ganz, ganz große Favoriten von uns. Und die hatten halt diesen Song Love Comes Quickly. Und der Song sagt einfach so viel aus, der Text ist so geil, dass wir gesagt haben, wenn du diese Musik mit dem Text in Chill-Out-Kontext bringst, das müsste eigentlich funktionieren. Und dann haben wir ein Layout für die Jungs gemacht und die haben das auch genau so aufgenommen, wie wir es wollten und haben halt einer Zusammenarbeit zugestimmt und das weltweit. Und das ist halt gerade bei so einem Act wie den Pet Shop Boys schon was Besonderes. Aber auch Leute wie Sarah McLachlan, die verkauft in Amerika mehr CDs als Madonna. Die haben wir halt auch über. Die hat uns erstmal ein sehr großes Vertrauen entgegengebracht, indem sie uns ihre Vocals gegeben hat, a cappella. Und hat gesagt, macht mal, ich höre mir das dann an. Das hört sich interessant an, das Konzept, was ihr vorhabt. Ja, und so kam halt eins zum anderen. Hat man ganz ehrlich, wenn man so Wunschleute am Start hat und auch so große Leute, hat man so ein bisschen Schiss, dass das vielleicht nicht so klappt, wie man sich das vorstellt? Also wir sagen denen immer, nein, hat man immer in der Tasche. Also ich meine, manchmal denken wir dann schon, naja, das ist schon ein bisschen großkotzig, die einfach, wir als Blanky & Jones, weil wir auch erstmal halt für Trance-Musik bekannt sind. Und die dann sagen, ja, die machen jetzt ein Ambient-Album, ja, ob das so geil ist. Aber wir haben eigentlich nur positives Feedback gekriegt, jetzt auch nicht nur von den Gastartists, sondern auch von allen hier, auch von dem Café de Mar. Wir waren jetzt seit 2 Wintern auf der Compilation vertreten und das Café de Mar ist für uns wirklich der Hotspot für Ambient-Musik. Und das war auch so eine Art Adlung für uns. Aber klar sagt man sich manchmal am Anfang schon, oh, naja, ob die was von sich hören lassen. Eigentlich so das größte Kompliment, was wir so von dem größten Popstar bekommen haben, war, dass die Pet Shop Boys waren halt sehr stolz, auf diesem Album zu sein. Wir haben ihnen dann halt auch einen ganzen Stapel CDs von Relax geschickt. Und die sind dann wiederum, haben sie ihren Freund Elton John getroffen, der dann irgendwie total excited war. Ja, das war so das Feedback, also das Schönste, was wir bisher... Also vielleicht gibt's demnächst Blanky & Jones featuring Elton John am Piano.
Vor allem, wir haben noch ganz wenig Zeit, weil ihr gleich los müsst. Lass uns noch ganz schnell über das Artwork reden. Das habt ihr immer alles in der Hand. Man kann sowieso davon ausgehen, wenn da Blank & Jones draufsteht, dann ist da komplett Blank & Jones drin, ne? Schnell. Wir machen das jetzt nicht handwerklich selber, aber das ist der Marc Schilkowski, unser Grafiker. Und mit dem sind wir halt super zufrieden, weil der genau weiß, was wir wollen. Und wir geben ihm halt auch immer Input. Und und das ist halt eine perfekte Symbiose. Es muss einfach alles zusammenpassen, weil nicht nur bei dieser Musik, sondern auch bei Trance, weil wir haben bei allem die Kontrolle im Studio über die Musik und wir wollen dann halt auch sozusagen das, was nach draußen geht, sei es die Video, sei es das Cover, das muss halt auch hundertprozentig Blank & Jones sein und nicht von irgendjemandem gemacht werden, der sagt, das ist gerade angesagt, sondern das sind wir. Also wir müssen hundertprozentig hinterstehen, nicht, was wir uns nachher irgendwie rechtfertigen müssen, ja, wir mussten das machen oder das war, und was einem nachher nicht peinlich ist, das ist schon wichtig, dass wir da immer hinterstehen können. Das finde ich toll. Ich danke euch sehr. Ihr müsst euch jetzt auch mal, ich weiß nicht, was man so machen muss, Platten putzen oder so, aber vorbereiten. Und zwar mit dem DJ-Pult vertraut machen und allem und mal mit Bruno ein bisschen quatschen. Deswegen werden wir uns jetzt noch schnell umgucken hier im Café Del Mar, um dann aber auch nicht den Auftritt quasi, oder man sagt ja eher Gig, ne? Die Session. Die Session. Eine Sunset-Session. Von Blank & Jones zu verpassen. Insofern guckt euch mal an, wie schön das hier ist. Ja, Freunde, jetzt sind wir hier in einer kleinen Männerrunde, denn Sarah ist wirklich zum Relaxen geboren. Die chillt nur noch und wartet auf den Sonnenuntergang. In der Zwischenzeit haben wir uns jetzt mal hier mit Bruno hingesetzt. Er ist der Mann vom Café Del Mar. Er ist derjenige, der für die ganze Musik hier verantwortlich ist. Er ist auch derjenige, der uns heute Abend hier eingeladen hat, ein kleines DJ-Set zu machen. Und wir sind sehr stolz, Bruno mal vor die Kamera zu kriegen. Das geschieht wirklich sehr, sehr selten. Und Bruno ist nicht nur der DJ, der Resident DJ hier, der also jeden Abend diesen wunderbaren Sonnenuntergang sehen darf und vor allem auch beschallen darf, sondern er ist natürlich auch derjenige, der für euch diese ganz geilen Café Del Mar Compilations zusammenstellt. So, hi and welcome Bruno. Hallo und willkommen Bruno. Wir freuen uns sehr, heute hier zu sein. Schön, dass du uns eingeladen hast. Leute, die wie wir aus Deutschland kommen, wo es fast immer regnet. Und du dagegen, der das Privileg hat, hier jeden Abend aufzulegen und diesen wunderschönen Sonnenuntergang zu sehen. Auch Sarah möchte gern wissen, wie ist es, diesen Sonnenuntergang jeden Abend zu erleben? Zuerst einmal herzlich willkommen auf Ibiza und im Café Del Mar. Ich komme eigentlich aus Frankreich und dort ist das Wetter genauso schlecht wie in Deutschland. Deshalb ist es natürlich sehr schön, hier in der Sonne zu leben. Und vor allem im Sommer ist es sehr schön. Es ist jetzt auch nicht zu heiß. Auch der Himmel ist sehr klar und somit ist der Sonnenuntergang sehr schön. Wenn es im Sommer noch heißer wird, ist der Sonnenuntergang nicht so perfekt. Er ist im Winter noch viel schöner. I mean, normally as long as you get more into the summer, it gets hot, and then the sunset is not so nice. Actually, they are much nicer in the winter the time. Kannst du dir denn vorstellen, überhaupt noch woanders zu leben als hier? Can you imagine to live somewhere else than in this place? Ich wohne nun seit 9 Jahren hier und habe noch keinen schöneren Ort gefunden. I trust you. Diese Compilation zusammenzustellen, dauert bei dir sehr, sehr lange, aber umgekehrt sind es auch wirklich immer zeitlose Klassiker. To compile the Café Del Mar CD, that's also what you do. So this takes a lot of time. So how do you do it? Do you have any way to select the tracks? Im Sommer arbeite ich ja hier im Café Del Mar, aber im Winter haben wir wie die meisten Läden geschlossen. Wenn ich dann mehr im Studio bin, höre ich, wähle ich aus, höre und versuche verschiedene Tracks für eine Compilation zu finden. Es ist ein langer Prozess und jeder Single-Track auf einer Compilation hat eine besondere Bedeutung für mich. Es ist in etwa so wie einen Soundtrack zu komponieren, mit dem Ziel, die perfekte Kombination zu finden, die die Leute mögen. Und Volume 10 ist der Soundtrack des Sommers. And the goal is to find the perfect combination that people enjoy the CD,
And I was talking about soundtrack, and we can say Volume 10 this summer is the soundtrack of the summer. So we are looking forward to that. Wir freuen uns tierisch auf alles, was Bruno jetzt in der nächsten Zeit am Start hat. Also passt auf, ein brandneues Bruno-Album wird für euch rauskommen. Aber jetzt gibt es gleich nach ein paar schönen Bildern vom Café Del Mar natürlich auch the master himself behind the turntables am Café Del Mar Ibiza. Viel Spaß. Thank you very much. Thank you. Jetzt schon so ein bisschen leer geworden hier hinter mir, macht aber auch Sinn, alle wichtigen Sachen sind gegessen, ne? Sonne ist untergegangen, Blank & Jones haben aufgelegt, was will man hier noch? Und ich bin mir sicher, dass all die Leute, die hier nicht mehr sind, ihre Beine in die Hand genommen haben und ganz schnell ins El Divino rennen, weil da fahren wir nämlich jetzt hin und auch da werden Blank & Jones nochmal auftreten. Insofern wundere ich mich, warum hier überhaupt noch Leute sind, ne? Ich werde gleich mal einen Aufruf starten, dass die alle mitkommen sollen. Wir sehen uns also im El Divino, bis gleich. Mitkommen! Nur ist es doch ganz schön spät geworden und wir sitzen jetzt hier im El Divino und haben uns den allerbesten Platz von allen ausgesucht. Und zwar ist das der Chefsessel, wo der Master überhaupt sonst drin sitzt. Genau, Ralet, der hat uns hier dann netterweise mal draufgelassen mit dem Ambiente hier. Das ist mega geil. Das ist hier die VIP-Area vom El Divino, was sowieso schon der VIPste Club überhaupt auf Ibiza ist, in Ibiza Stadt. Ja, und hier werden wir gleich mal rocken. Kommen wir zu sprechen auf Remix Volume 2, wobei ich nochmal schnell auf den ersten kommen muss, falls er aus irgendeinem Grund an euch komplett vorbeigezogen ist. Das ist eine Sache, die nahezu erstmalig ist. Also, dass auf jeden Fall DJs eine Mix-Compilation rausbringen, oder? Damit habt ihr, also ich meine, es gibt natürlich Compilations schon, aber ihr wart so als Künstler die Ersten, die einen gemacht haben, oder? Nein, es gibt ohne Ende DJs, die schon mal eine Mix-CD rausgebracht haben, aber wir haben halt gesagt, wir wollen das unter unserem eigenen Namen machen, unter Blank & Jones. Das ist für uns super wichtig, weil es ist unser Sound, der da drin ist und es ist nicht irgendwie von irgendeiner Sendung oder von sonst irgendwas, sondern wir sind es. Und dementsprechend ist eigentlich auch die CD gestaltet. Genau. Also das ist jetzt auch keine pure Hit-Am-Sammlung, wo halt irgendwie Chart-Hits drauf sind, weil wir haben schon darauf geachtet, dass sehr viele exklusive Tracks von uns und auch von anderen Artists drauf sind. Wir haben wirklich so ein Mail-Out gemacht an irgendwie Freunde von uns, da haben die angerufen, wirklich Tracks, die es noch nicht mal auf Vinyl gibt, sind da drauf. Dann sind da unter anderem Remixe von uns drauf, die noch nie auf CD waren, wie zum Beispiel von Evolution, Walking on Fire und von Wolfsheim. Ganz neu, wundervoll. Den haben wir wirklich zwei Tage, bevor wir diese CD gemixt haben, erst fertiggestellt. R&B, ihren Klassiker, Reality geremixt. Und das sind wirklich alles Highlights aus unseren DJ-Sets, die es vorher noch nie auf Vinyl gab. Ich glaube, dass das so klingt, als wäre das unglaublich einfach, so eine CD zu machen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das ein Schweinestress ist. Ich meine, alleine so Rechte einholen, oder? Das bleibt ja dann auch alles... Ja, also ich denke, wir haben von der ersten CD viel gelernt, was man falsch machen kann. Nein, also uns ging es wirklich darum, uns abzuheben von den normalen Compilations. Wir haben, wie Jasper gerade sagte, wir haben sehr viele eigene Sachen drauf. Wir haben zum Beispiel den Track Summer Sun drauf, den haben wir extra für diesen Sommer komponiert. Haben wir bei der Love Parade jetzt zum ersten Mal gespielt, für die Nature One geschrieben und solche Sachen. Und da ist es natürlich ganz einfach, wenn man seine eigenen Sachen hat. Wir haben viele Nachwuchskünstler, die uns halt immer Tapes schicken. Die haben wir Remixe machen lassen, zum Beispiel von unserem Chill-Out-Album. Also was eine ganz andere Richtung. Die sind dann wieder hingegangen, haben davon richtige Club-Themen gemacht. Zum Beispiel Brutus und Nero, das sind so zwei Jungs aus England. Die haben zwei Mörder-Mixer, unter anderem von Anne Clark, Sleep in Metropolis gemacht, auch nur hier drauf. Also ich denke, das ist wirklich was, jeder, der ein Blank & Jones DJ-Set mag oder uns auf der Nature One gesehen hat oder solche Sachen, der wird da genau diesen Sound finden und es ist halt wirklich was Besonderes. Und wir hoffen natürlich, dass die Leute, die ganz schnell sind, also die ganz schnell in den Laden rennen,
dass sie noch so eine Limited Edition ergattern können. Denn da haben wir dann uns einfach mal überlegt, für die Fans der ersten Stunde gibt es eine CD umsonst noch mit dazu, eine dritte. Und da haben wir uns dann mal so ein bisschen, wie eben gerade am Café Del Mar, so als Chill-Out-DJs auch noch versucht. Also da sind auch noch so ein paar schöne, nette Appetithäppchen drauf für Chill-Out. Mit der ersten, mit Volume 1, seid ihr ja unglaublich eingestiegen. Ne? Ich glaube, ihr wart 7 Wochen in Top 15 oder so, auf jeden Fall schweinemäßig erfolgreich. Ja. Fällt einem da dann auch nochmal ein Stern vom Herzen? Ein Stein vom Herzen? Vom Himmel fällt ja, und ein Stein vom Herzen. Fällt auf jeden Fall irgendwas. Ja, absolut, weil es ist halt schon ziemlich viel Arbeit. Allein, wie gesagt, wir suchen die ganzen Titel alleine zusammen, mixen das Ganze und so. Und wir haben uns ja auf dem Terrain bisher nie bewegt. Wir haben immer eigene Tracks produziert, also unsere 4 Alben davor waren halt immer Artist-Alben, wo wir wirklich Kontrolle hatten von A bis Z. Und hier haben wir jetzt halt zum ersten Mal gesagt, wir wollen halt auch andere Künstler featuren. Und dass das halt auch so eine Akzeptanz findet, freuen wir uns sehr. Deswegen ja. Haben wir versucht, bei der zweiten halt nochmal wieder... Das ist ja auch so eine Art Kompliment an uns als DJ. Wenn halt die DJ-Compilation halt viele kaufen, ist ja auch, dann mögen sie auch unseren DJ-Sound. Da waren wir halt schon sehr stolz drauf. Überhaupt kann man sagen, dass ihr auf jeden Fall nicht auf gewissem Ruhm sitzen bleibt, oder? Also gerade jetzt so im letzten Jahr habt ihr einige Sachen an den Start gebracht, die auch für euch neu und auch ein gewisses Risiko waren, oder? Ja klar, Risiken sind das immer. Also besonders halt das Chill-Out-Album. Bei der DJ-Mix-Compilation waren wir uns halt auch nie so sicher, ob das wirklich von den Leuten so akzeptiert wird oder ob sie uns halt mehr als Recording-Artists mittlerweile sehen, die halt Songs schreiben und produzieren, aber sie halt nicht sozusagen als DJs präsentieren. Aber das macht ja für uns auch immer den Reiz aus. Wir sagen halt auch immer, wir haben auch keine Berührungsängste mit anderen Musikrichtungen. Wie gesagt, wir haben Ann Clark produziert mit Sleep and Metropolis. Das sind auch so Sachen, die uns auch in Zukunft reizen werden. Vielleicht machen wir irgendwann mal was mit Linkin Park zusammen oder sonst was. Also so aus einem ganz anderen Genre. Warum nicht? Ausprobieren? Also wir sind immer open-minded für neue Sachen und ich denke mal, es wird auf jeden Fall auch eine Mix Volume 3 geben. Also ich denke, zum Beispiel die erste abgefahrene Kombination ist, auf den ersten Blick wird man uns nicht zutrauen, dass wir mit Wolfsheim irgendwie was machen. Und jeder, der den Track Wundervoll vielleicht vom Wolfsheim-Album kennt, wird die Nase rümpfen und sagen, wie soll das funktionieren? Hört rein bei The Mix Volume 2 und checkt's ab. Und vor allem können Sie sie kaufen und zwar ab heute. Frühestens ab heute, spätestens ab heute. Fakt ist, ihr könnt sie auf jeden Fall kaufen. Wir schicken die einfach nochmal in die Top 15 für 1000 Wochen. Das wird ja wohl zu schaffen sein. Ich befürchte, das war es schon wieder mit uns. Wir stellen am Schluss noch eine komplett unmusikalische Frage. Und zwar, mir fällt gar keine ein, Lieblingsessen. Pasta, frische Pasta, am liebsten selbst gemacht. Das ist gelogen, wir stehen beide auf Steak. Eigentlich machen wir uns nichts vor, eigentlich stehen wir drei auf Steak. Das habt ihr alle nicht mitbekommen, aber wir haben den ganzen Tag gefressen wie die Blöden. Wir haben so viele tote Tiere im Bauch, das gibt es überhaupt nicht. Alle Vegetarier werden uns hassen, aber auch die können die Platte kaufen. Deswegen gehen wir jetzt in den Club und zappeln das alles wieder ab, ne? Ja, und ich zappel mit, ganz weit vorne. Dann müsst ihr sowieso jetzt rein. Ich danke euch erstmal, ne, auch dass ihr überhaupt mit mir gespielt habt und all das, auf das die Leute jetzt unglaublich austicken. Ja, aber wir wollen dich gleich noch auf dem Podest sehen, das hast du uns versprochen. Ja, das sollte jetzt eigentlich in Ich auf dem Gogo, ihr wisst schon, was ich bei Interaktiv immer mache, ich nackt auf dem Ding, ein bisschen Arsch wackeln. Und für euch mache ich das, weil ihr seid meine Freunde immer gerne. Insofern gehen wir jetzt rein. Ich werde alt. Ne? In meinem Alter fängt das Fleisch an zu hängen, der Geist wird schwach. Wir gehen normalerweise mit 24 gehen wir schon um 17 Uhr ins Bett. Ne? Deswegen muss ich jetzt auch das El Divino verlassen. Es ist sehr spät geworden. Ich hatte einen fantastischen Tag mit Blanken Jones. Wir haben viel gequatscht, viel gesehen. Auch unsere Gewinner waren unheimlich glücklich. Insofern, was will man mehr? Eine Sache sage ich euch noch und ihr werdet mich hassen dafür.
Es ist nicht so, dass ich morgen nach Hause fliege. Nein, ich mache noch 4 Tage Urlaub hier auf Ibiza. So, bevor ich jetzt all meine Fans verliere, gehe ich jetzt nach Hause. Besser gesagt, gehe ich jetzt auf mein Boot, was hier gleich um die Ecke parkt. Insofern, auf Wiedersehen, kommt gut durchs Wochenende. Wir sehen uns sicherlich beim nächsten Interaktiv-Spezial. Da drüben, ne? Das ist mein Boot, das ist mein Boot. Tschö!